Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Rudel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Welchen Job machen wir heute, Buggy? Keine Ahnung, Bob hatte zu viel zu tun, um mir das zu sagen. Hallo, Team! Oh, hallo, Bob, der Baumeister. Bin schon auf dem Weg. Bis gleich. Was machen wir heute denn für einen Job, Bob? Weißt du, Buggy, ihr... Oh, hallo, Bob, der Baumeister. Ich bin gleich da. Entschuldigt, ich sag's euch später. Zum Glaskuppelpavillon bitte, Sprinti. Ab geht's zum Glaskuppelpavillon. Oh, seht ihr, was ich meine? Kommt mit. Hallo, Bob. Du kommst genau richtig. Gut, fangen wir an. Bob, Wendy! Oh, Bob, wir können es gar nicht mehr erwarten. Sag uns doch, was unser Job ist, bitte. Entschuldigung, Team. Ich bin leider heute etwas hektisch, wisst ihr? Ich muss den Glaskuppelpavillon in ein Besucherzentrum umwandeln. Ein Besucherzentrum? Was ist denn das? Wenn Leute kommen, um das Sonnenblumental zu besuchen, können sie im Besucherzentrum alles erfahren, was hier bei uns los ist. Es wird einen Stand über Bauer Gurkes Hof geben, einen Stand über Herrn Sabatinis Mühle, Stände über alle möglichen Dinge und ich werde sie bauen. Und das Besucherzentrum wird morgen eröffnet. Bob, diese Stände, willst du die drin im Glaskuppelpavillon bauen? Ganz recht, Rollo. Aber nur Mixi passt in den Glaskuppelpavillon. Wie sollen wir dir helfen? Keine Sorge, Team. Ich habe einen besonderen Job für euch. Bob, der Baumeister an Sandy Strand. Frank Strand an Bob. Ich habe das Dinosaurierfossil jetzt fertig. Sehr gut. Das bekommt einen ganz besonderen Platz. Ich werde es direkt in die Mitte des Pavillons hängen. Tolle Idee, Bob. Ich komme mit den Maschinen rauf und hole es ab, sobald ich nur kann. Over and out. Rock and Roll! Wir sollen ein Fossil abholen? Wir fahren ganz nach oben in die Berge und werden es hier runterbringen. Oh. Wir müssen vorsichtig sein, denn Fossilien sind sehr zerbrechlich. Und die Straße den Berg runter ist ziemlich kurvenreich und holprig. Und es liegen große Steine im Weg und... Nur keine Sorge, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich glaub schon. Sekunde, ja? Ich muss erst noch die anderen Stände bauen, bevor es losgeht. Ihr wartet hier draußen, ich brauche nicht lange. Ein Dinosaurierfossil abholen? Abgefahren! Hallo alle zusammen, haben Sie Ihre Pläne fertig? Hier ist meiner, Bob. Da finden Sie alles über die Tiere auf meinem Hof. Auf meinem sind all die Dinge, die man aus Sonnenblumenöl machen kann. Auf meinem Stand kann man alles über das wundervolle Brot sehen, das wir mit dem selbstgemahlenen Mehl backen. Das klingt alles toll. Herr Barner kommt ein bisschen später, also bleiben erstmal jetzt nur noch Sie übrig, Herr Brauer. Ich habe meinen Plan am Computer gemacht, Bob. Hier kann man sehen, wie ich mein Haus in den Hügel gebaut habe. Ich glaube, ich muss mal langsam mit meiner Arbeit anfangen. Meint ihr, er hat es vergessen? Geh rein und erinnere ihn, Buggy. Nee, geh du rein, Rollo. Du gehst, Buddel. Heppo, du gehst. Aber, na gut, mach ich. Oh, wie dumm von mir. Ich bin viel zu groß, nicht? Das sind wir alle. Naja, die meisten von uns. Oh, ist ja schon gut. Bitte sehr, Herr Sabatini. Danke, Bob. Aber Sie müssen es noch anstreichen. Es muss wie der köstlichste Brotlaib aussehen, den es je gab. Gut, alles klar, Herr Sabatini. Bob? Moment, Mixi. Bob, kannst du mir bitte helfen, diese Flasche mit Sonnenblumentalöl aufzuhängen? Kein Problem, Marietta. Oh, ich habe noch so viele Dinge, die ich in meinen Stand stellen muss. Bob, ich wollte fragen, ob Sie mir bei meinem Modell helfen könnten. Ja, am Computer sah das so leicht aus. Oh,
So, Bello, halt sie alle zusammen. Wie geht's mit dem Schaftwerk voran, Bob? Ich werde so schnell ich nur irgend kann damit anfangen, Bauer Gurke. Und Sie vergessen doch auch die ganzen Gehege nicht, oder, Bob? Nein, nein, keine Sorge. Womit kann ich dir helfen, Mixi? Wir haben uns nur gefragt, ob wir vielleicht das Fossil abholen sollen. Jetzt gleich! Weißt du, die Sache ist nur... Bob, Sie sind doch bestimmt in der Lage, meinen Stand zu bauen, oder? Da will ich alles über meine Tropenfrüchte ausstellen. Okay, dann sehen wir uns mal Ihren Plan an. Oh, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der ist hier, hier in meinem Kopf. Ich möchte ein großes Ananaschild da drüben, bitte. Und ein paar Mango-Modelle hier hin und... Alle anderen sind nach Hause gegangen. Es ist Abendbrotzeit. Oh, danke, Wendy, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das hier fertig machen und noch das Fossil holen. Kannst du das denn nicht morgen früh machen? Aber ich habe den Maschinen versprochen, es heute zu tun. Sie warten schon eine Ewigkeit da draußen. Ah, alles fertig. Oh, nein. Sie haben aufgegeben und sind nach Haus gefahren. Sprinti, wach auf. Was ist los, Bob? Zum Hof, Sprinti. Schnell. Buggy, Buddel, Mixi. Ich hab mein Team im Stich gelassen, Sprinti. Ich hab ja nicht geahnt, dass du sie suchst. Oh. Ganz ruhig, Bob. Warte, bis du das siehst, ja? Wohin fahren wir denn? Zum Fuß der Berge. Aber wie habt ihr in der Dunkelheit... Mixi hat sich meine alte Grubenlaterne genommen und uns den Weg gezeigt. Ja, Rollo hat den ganzen Weg platt gewalzt und so konnten wir richtig toll und sicher darauf fahren. Sandy hat uns dabei geholfen, das Fossil ganz vorsichtig aufzuladen, stimmt's, Buddel? Es ist sehr zerbrechlich, weißt du? Und Heppo hat die Felsbrocken weggeräumt. Ah, ich muss schon sagen, Bob, es ist wirklich ganz, ganz toll, Ihr Team hier. Sie haben recht, Sandy. Das ist es wirklich. Ich wünschte nur, ich hätte euch gleich den Job machen lassen. Ist schon gut, Bob. Jetzt kannst du uns den Rest des Weges zeigen. Alle folgen Bob zurück zum Pavillon. Oh nein, das werdet ihr nicht. Ihr habt diesen super Job ganz allein gemacht. Ich denke, ihr werdet ihn auch ganz allein zu Ende machen. Wir sehen uns unten beim Pavillon. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit zu schlafen, bevor der große Tag morgen beginnt. Bis gleich, Bob. Das ist wirklich was Besonderes, Bob. Genau wie Sie gesagt haben. Das ist es wirklich, Sandy. Yeah! Gut gemacht, Bob. Unsere ersten Besucher müssen jetzt auch jede Minute hier eintreffen. Ich denke, Sie werden verstehen, worum es hier im Sonnenblumental geht. Meinst du nicht auch? Oh, sieh dir bloß an, was du alles Tolles gebaut hast, Bob. Aber ohne meine Maschine hätte ich das nicht geschafft, Marietta. Das war wirklich Teamarbeit. Sie kommen, sie kommen. Dann stellen sich jetzt bitte alle neben Ihren Stand, ja? Herzlich willkommen im Besucherzentrum vom Sonnenblumental. Hier können Sie sich anschauen, worum es im Sonnenblumental geht.